Der FC Ingolstadt empfängt Preußen Münster. Die Preußen gehen 1-0 in Führung. Schnellbacher 18. Minute 1-0. Littka 24. Minute 2-0 für Preußen. In der 27. Kaya mit den 1-2. Halbzeitstand 1-2. Preußen führt. 60. Minute Gauss 2-2. Und kurzer Schuss in der 85. Minute Schröck 3-2. Ingolstadt gewinnt das Ding 3-2. Knappes Ding. Ich finde trotzdem, der Sieg geht verdient an Ingolstadt. War ein knappes Ding. 19 Schüsse hat Ingolstadt in Richtung Tor gebracht, Preußen nur 16. Beide Teams haben 5-mal aufs Tor geschossen. 53% Ballbesitz für Ingolstadt, 47% für Preußen. 380 Pässe für Ingolstadt, 360 für Preußen, 72% Passgenauigkeit für Ingolstadt, 69% für Preußen. 16 Fouls mit 2 gelben Karten haben die Ingolstädter zu verursachen, währenddessen Preußen 9 Fouls mit einer gelben Karte hat. Was macht das in der Tabelle? Preußen Münster ist nach 13 Spielen und 11 Punkten auf dem 19. Platz, damit auf dem vorletzten und hat aber trotzdem 9 Punkte Vorsprung zu Tabellenplatz 20. Also, ja, und sie sind auch relativ nah an den Nicht-Abstiegsplätzen. Also, das ist alles noch in Ordnung. Währenddessen die Ingolstädter nach 13 Spielen 22 Punkte haben, damit nur 3 Punkte hinter Tabellenplatz 1 sind und alle Chancen noch haben. Für die Ingolstädter im Aufstiegskampf ein ganz wichtiger Sieg. Glückwunsch an Ingolstadt.